Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir haben ein Double Feature. Das ja, umstrittenste Set des Jahres jetzt schon. Und ja, es fühlt sich sehr komisch an, es sieht sehr seltsam aus. Es ist made in Belgien, okay, das ist, ach, es sieht cool aus. Man kann ja sagen, was man will, das Artwork ist einfach cool. Und es sieht wirklich gut aus, wenn es nicht so faul wäre. Wenn es gut gemacht wäre. Ja, meine Meinung dazu und unsere Meinung kennt ihr ja schon aus dem Podcast. Machen wir das Ding mal auf. Okay, es fühlt sich sehr strange an. Ich probiere mal ein neues Mikrofon-Setup. Das habe ich auch schon bei ein paar anderen Openings jetzt benutzt. Dementsprechend kann es jetzt sein, dass ihr das Knistern nicht mehr hört. Ich hoffe, das ist okay. Also, wir haben, was? Neanus Rush. Das ist auf jeden Fall ein Instant und der kostet einen Mana weniger für, wenn wir ein Ding kontrollieren. Okay, es sieht, oh, das Schwarz-Rote ist schon cool. Das Schwarz-Rote ist schon cool. Dann haben wir uns, auf jeden Fall macht das auch noch einen Schaden an der Kreatur und ja, wir kriegen ein Damage an den Spieler zu, und also an den Spieler, der das Ding kontrolliert, und wir ziehen eine Karte. Das ist nicht schlecht, gucken wir uns weiter an. Oh mein Gott, das Lila, oh, das fühlt sich so seltsam an, aber es fühlt sich gut an im Vergleich. Ja. Defensive Straight, Destroyer Creature, None, Without Flying, so ist richtig. Also ohne Fliegen für 3 Mana Instant, ja. Kennt man Candle, was, Candle Wrap? 1 Mana, entweder verzaubernde Kreatur, die verzauberte Kreatur hat Verteidiger. Allen Schaden, der für jetzt von ihr zugefügt wurde, wird verhindert. Und bei Coven können wir das Ding opfern. Und ja, dann können wir das Ding exilen. Aber nur, wenn wir 3 verschiedene Stärken haben. Das Weiß sieht gut aus. Das Grün, ja, das Grün sieht nicht so geil aus. 5 Mana, Wachsamkeit, Daybound, 4-5er, Werwolf. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, wie das auf der Rückseite aussieht. Weil man jetzt die anguckt, die schwarz, weiß, rot. Also müsste jetzt theoretisch dann gleich eine blaue Karte dahinter kommen. Und ja, gucken wir uns mal, was der auf der Rückseite kann. Der hat Wachsamkeit, 6-6, Nightbound. Oh, das sieht auch cool aus. Und nein, das ist eine schwarze Karte. Aim for the Head. Choose one, destroy target, ne, exil target Zombie oder ein Spieler exil 2 Karten aus der Hand für 3 Mana. Starke Karte, sehr, sehr starke Karte. Das sieht auch gut aus. Wildening Throng. Ja, das finde ich jetzt, irgendwie sieht das blau komisch aus. 2 Mana, 2-1, immer wenn der stirbt, kann man ein Deck nach einer Karte mit dem Namen durchsuchen und sie in die Hand nehmen, okay, krass. Nurling Precession, 2 Mana verzaubern wir mit einer Aura eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat immer, wenn diese Kreatur, wenn eine Kreatur ins Spielfeld kommt, kriegt diese Kreatur +1/+1 zu Ende des Zuges. Und immer, wenn er ins Spielfeld kommt, kriegen wir eine 1/1 Spirit. Nicht schlecht. Oh, das Weiß sieht so gut aus. Das Weiß sieht wirklich gut aus. Also im Weiß, Blau ist jetzt nicht so meins, Lila auch nicht, aber im Weiß. Oh, Evolving Wilds. Das Land auch sehr schön. Tappen, Opfern, Land, Standardland raussuchen. Das ist ein Draft-Staple. Kann man aber auch zweimal in den Booster bekommen. Play with Fire. Das sieht gut aus. Ein rotes Mana. Wir fügen 2 Schaden an irgendeinem Ziel zu. Und wenn es am Spieler ist, dann dürfen wir Scryings durchführen. Storm Scryx. 5 Mana, 2-4 fliegend. Instant Sorcery Spells kosten 1 Mana weniger. Und immer wenn wir einen Instant Sorcery spielen, kriegt er +2/+0 bis wenn es Zug ist. Boah, das Multicolor sieht, das sieht komisch aus. Das sieht komisch aus. Und oh Gott. Spike Ripsaw, 3 Mana Artefakt Ausrüstung. Also das sind die grünen Ausrüstungen. Die gekürte Kreatur kriegt +3/+3. Immer wenn die gekürte Kreatur angreift, kann man ein Gebirge, ein Forest opfern, um dem Trampel zu geben. Diese Kettensäge ist so nice. Aber das sieht man halt jetzt hier direkt eine weiße Karte. Das sieht so gut aus. Double Strike. Und auf der Rückseite hat es wahrscheinlich die verzauberte Kreatur, Double Strike, genau. Und wenn es Spiel verlässt, geht es komplett raus. Es sieht so gut aus in Schwarz-Weiß. Also das Weiß gefällt mir tatsächlich sehr. Glavonish, nee, Geisterflame Reservoir, Artefakt. Immer wenn wir eine Instant Sorcery spielen, legen wir da einen Counter drauf, können wir 2 Mana tappen, beliebige Anzahl an Countern runterlegen und so viel Schaden zufügen. Oder tappen, wir exilieren eine Karte vom Deck und können die spielen bis zum Ende des Zuges. Stark, also können wir sie entweder was damit machen, um zum Hochladen und zum Schießen oder zum Casten. Ist nicht schlecht. Sieht mir aber nicht, finde ich nicht so cool mit dem Rand. Ist nicht so nice.
Dann haben wir, Stormcaved Coast. Das ist das Land. Das sieht richtig gut aus. Kommt enthauptet, spielen wir mit zwei oder mehr andere Länder kontrollieren. Blau und Rot. Oh, das sieht, warte mal. Das sieht, nee, es ist doch gut gedruckt. Ich dachte ganz kurz, da wäre irgendwie so ein Farbverlauf falsch gedruckt. Aber nee, der ist tatsächlich drin. Und Vampire's Kiss in diesem Silbervolling. Ich weiß gar nicht, ob ich es reinkriege. Doch, da kriege ich so ein bisschen rein. Zwei Mana, ja, verliert zwei Leben. Wir kriegen einen Blood Token und wir kriegen zwei Leben. Das Foiling ist es mir nicht wert, ehrlich gesagt. Aber ja, Frest vom Booster. Schreibt mir eure Kommentare in die Kommentare. Das ist eure Meinung, das ist wichtig. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksit. Ciao, ciao.